Hey Leute, ihr werdet es nicht glauben. Warum fährt dieser Xiaomi Pro 2 eigentlich 21 km/h? Der kann sogar 22, oder? Der macht. Das sind wahrscheinlich 21,8. Es sind wahrscheinlich 21,8. Warum fährt der 21,8? Und warum sieht der Lenker so abgespaced aus? Das erzähle ich euch jetzt. Ich habe ihm gesagt, er kann auf den Knopf drücken. Ich will ja dein Kennzeichen hinten abkleben, damit nicht jeder auf die Idee kommt, irgendwie jetzt hier noch. Ich glaube, das Kennzeichen ist relativ wurscht. Die Seriennummer fängt ja sowieso bald an, genau. Was? Ich habe doch gesagt, ich soll die Seriennummer und das Kennzeichen abkleben. Also, kleben wir es ab. Ja, Leute, und da steht er schon, der Xiaomi Pro 2 vom Dirk aus dem Rollerplausch-Forum. Ja, und der Dirk hat den E-Scooter einfach mal mitgebracht, um mir zu zeigen, was man heutzutage eigentlich alles machen kann bei den E-Scootern. Und hat mich darauf hingewiesen, dass er so ein bisschen spezialisiert ist auf das Thema Elektronik. Und nicht nur das, er kann noch viel, viel mehr. Und jetzt mal ganz im Ernst, Dirk, das, was ich jetzt hier sehe, habe ich so an der Stelle noch gar nicht gesehen. Sehe ich heute zum ersten Mal. Ja. Denn normalerweise kommt ja der Xiaomi Pro 2 mit einer 8,5 Zoll Bereifung daher. Das ist richtig, genau. Ja, das ist aber keine 8,5 Zoll Bereifung, sondern? Nein, nein. Wir haben hier die 10 Zoll Reifen. Ja. Und vorne dran haben wir die Federgabel. Ja. Jetzt ganz, ganz kurz. Hast du es einfach so integriert bekommen? Hast du hier einfach eine 10 Zoll Bereifung integriert bekommen, ohne was anpassen zu müssen? Und wo hast du diese Gabel her und was kostet die Gabel? Ja, also ein paar Anpassungen sind da schon nötig. Ja, also ganz so ohne weiteres geht das nicht. Ja. Aber es sind, ja, die Federgabel kommt von AliExpress. Ja. Genauso wie zum Beispiel auch das Schutzblech und diverse Verzierungen, die hier in Weiß angebracht sind, kriegt man da auch. Und ja. Dann ist das kein Problem, sagst du. Also, wenn ich es richtig verstehe, normalerweise ist das ja jetzt hier nicht weiß. Das hast du jetzt selber lackiert? Genau, der Zierstreifen ist auch komplett selber lackiert worden. Ja. Die Kabelverkleidung, richtig. Genau. Hast du auch selber gemacht in dem Fall. Dann hast du Schutzblech selber lackiert. Die Halterung hast du, beziehungsweise Schutzblech hast du nochmal erwärmt? Hast du es ein bisschen angepasst? Das Schutzblech wurde, genau, das wurde mit Heißluft wurde das erwärmt und dann eben halt an diese Arretierung angepasst. Okay, und das mit der Gabel jetzt hier und auch mit dem Lager ist gar kein Problem. Das funktioniert alles tadellos, ja? Das kriegt man hin, ja. Krass. Dann hast du hier sich auch noch, das hast du auch nochmal lackiert, das einfach sich optisch ein bisschen abhebt, ja? Genau. Und dann geht's ja weiter. Also serienmäßig hat er ja jetzt hier drin 36 Volt, 12,8 Amperestunden. Da haben wir jetzt nichts weiter verändert. Das heißt, hier unter dem Trittbrett befindet sich Akku und Controller. Und ich sehe auch hier schon so eine Art Gummistreifen, den du ebenfalls noch angebracht hast, um das Ganze noch optisch aufzuwerten. Ist richtig, ja? Ja, genau. Ja, die weißen Verzierungen, das macht eben halt nochmal so dieses kleine optische Extra. Aber es ist ein Feintuning eigentlich schon, ne? Es ist absolut, ganz genau. Echt ein Feintuning, was du hier gemacht hast. Und hier drin befindet sich ja auch der Controller. Und was wir ja gerade schon oben gesehen haben, dass der ja nun 21,8, genau, also knapp 22 km/h schnell ist. Wie hast du das denn geschafft? Also theoretisch holst du damit alles aus der gesetzlichen Toleranz hier raus. Richtig, ganz genau. Also ich habe da die Firmware habe ich selber angepasst. Das ist eine VLT-Firmware. Gibt es auch im Rollerplausch und da kann man relativ leicht mit kleinen Handgriffen die Firmware selbst anpassen, so wie man sie haben möchte. Okay. Und deshalb fährt er jetzt 22. Deswegen macht er 22. Da gibt es noch ein paar andere Spielereien, wie zum Beispiel, dass man die Energierückgewinnung ausschalten kann, also des Kehrs. Ja. Und, Was ja sowieso nur ein Marketing-Gag ist, weil die Energierückgewinnung, ganz ehrlich, in so einem niedrigen Anteil stattfindet, das ist eigentlich nur. Es ist eigentlich ein Joke, ne? Man macht richtig, das so, um die Leute zu motivieren, ey, ihr tut was für die Umwelt, bremst mehr, holt euch Energie zurück, wie so eine Art Hybrid. Aber es sind eigentlich nur, weiß ich nicht, Wirkungsgrad 1-3%, wenn überhaupt. Und dann musst du auch schon richtig Berge runterfahren, damit sich das am Ende auch rechnet. Ganz, ne? Genau, so sieht das aus, ja. Okay, krass. Das heißt, man könnte sogar hier drüber, wenn man an die Software rangeht, sogar das Bremslicht einstellen und man könnte sogar einen Zero-Start einstellen, ne? Dass du ohne Anklicken theoretisch losfahren könntest. Krass. Dann gehen wir mal nach hinten. Ich finde es einfach faszinierend, weil ich habe es auch so an der Stelle noch nicht gesehen, deswegen machen wir das heute hier einfach mal. Auch hinten eine 10 Zoll Luftbereifung ist eine Schlauchbereifung, nehme ich an, ne? Ja, genau. Schlauchbereifung. Dann hast du auch hier wieder die Abdeckung in matt-weiß gemacht, das hast du alles selber lackiert. Ja, richtig, genau. Das sieht richtig professionell aus, genauso wie jetzt hier außen diesen Ring, ebenfalls in weiß. Ja. Und dann kommen wir zu diesem abgespaceden Schutzblech, was so Stealth-ähnlich aussieht mit Ecken und Kanten und viel mehr Dynamik mitbringt als das normale Schutzblech. Ja, das macht halt Offroad-mäßig irgendwie so einen Eindruck.
Ja, und das hast du dann auch bei AliExpress bestellt? Genau, das auch. Wow. Alles von okay. AliExpress. Ja. Okay, musstest aber hinten, hast du ja schon gesagt, unterm Strich ein bisschen anpassen, weil der Radumfang von der 10 Zoll Bereifung gegebenenfalls hier an den Rahmen sonst anstoßen würde. Genau, ne? Da muss man ein paar Ecken am Rahmen muss man abdremeln. Okay, das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Die Abdeckung hier wieder in Weiß und das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ja ein Bremsscheibenschutz. Und den kriegst du auch so bei AliExpress zu kaufen. Den gibt's komplett so zu kaufen. Also eigentlich kann man ja für kleines Geld das Fahrzeug extrem aufwerten. Ich finde es nur so krass, dass du ihn von 8,5 auf 10 aufgepumpt hast und die Gabel vorne eingebaut hast. Ständer hat jetzt natürlich ein kleines Problem. Der ist noch ein bisschen zu kurz. Da hast du gesagt, machst du später noch einen längeren ran. Ja. Aber man kann eigentlich mit wenig Aufwand viel bei den Fahrzeugen erreichen. Absolut. Das ist, also das finde ich schon echt ziemlich gut. Wir gehen dann mal weiter. Dann hast du an der Lenkstange selber nichts gemacht und auch am Lager hast du nichts gemacht. Das ist alles so, wie es ist, ne? Genau. Aber du hast hier am Lenker nochmal einiges verändert, weil, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, ist der Lenker wesentlich breiter. Das heißt, es ist nicht der Originallenker hier verbaut. Erklär mal. Im Moment ist er eben halt 55 cm breit. Ja. Und ich habe halt hier die Moosgummigriffe dran. Ja. Natürlich eine Handyhalterung darf nicht fehlen. Ja. Genau. Es ist aber eigentlich der Lenker vom G30D. Denn wie gesagt, andere Griffe, die sich extrem gut anfühlen. Genauso wie ein Außenspiegel, das finde ich auch cool. Dann auch hier so Überzieher für deine Bremse, um das Ganze einfach optisch schon ein Stück weit aufzuwerten. Ja, und hier gibt es sogar noch eine kleine Feinheit. Und zwar habe ich hier so einen Dichtungsring dazwischen gemacht. Das macht halt den Unterschied, wenn man die so flitschen lässt, dann klonkt das nicht mehr so. Ah. Außerdem wackeln hier die Bremsgriffe nicht so bei der Fahrt. Also das macht alles einfach einen wertigen Eindruck. Okay. Und diese Einheit ist quasi schon die Vorrüstung für die Blinker, die du zukünftig verbauen möchtest, weiß aber noch nicht genau, was du für ein System verbaust. Richtig. Das hast du gesagt. Okay, alles klar. Hier, Klingel ist alles gleich. Wenn wir ihn jetzt hier einschalten, wie gesagt, haben wir ja schon gesehen, dass du die Firmware verändert hast. Mhm. Ne? Mhm. Fahrzeug ist jetzt schneller, was ich natürlich cooler finde. Merkt man das auch, wenn du losfährst, dass er ein bisschen mehr Bums hat? Ja, auf jeden Fall. Ah, schön. Okay, Handyhalterung. Und auch hier wieder ein Überzieher fürs Daumengas. Ich finde die Griffe extrem angenehm. Ja? Also dieses Gummi, Moosgummi nennst du das? Ja, das ist Moosgummi. Fässt sich richtig gut an. Vor allem, denke ich mal, wenn du so etwas schwitzigere Hände hast und so. Und nicht jeder mag auch diese Perforation auf den Griffen. Okay, also. Die Standardgummis, die sind einem halt sehr hart. Und das ist schon sehr viel angenehmer. Das heißt, das, was du jetzt hier mit diesem Xiaomi Pro 2 gemacht hast, das könntest du theoretisch auch mit einem G30D2 machen oder vielleicht sogar einem P65D, wenn man da ein bisschen Hirnschmalz investiert. Es gibt viele Teile, die schon da sind, die man theoretisch kaufen kann. Richtig. Und darüber hinaus besitzt du ja noch die Fähigkeiten, Fahrzeuge und auch E-Scooter zu reparieren, wenn es hier mal ein Controllerproblem gibt. Ja. Also du bist ja auch in der Technik so tief drin, dass sich die Leute bei dir schon mittlerweile melden und fragen, ob du ihnen helfen kannst, ihren E-Scooter zu reparieren, weil sie nicht wissen, woran es liegt. Völlig richtig, ganz genau. Krass. Jetzt fass mal ganz kurz zusammen, wie viel Geld hast du jetzt für die Teile ausgegeben hier, für den Xiaomi? Ja, also das sind ca. 150 Euro. 150 Euro. Und wie viel Zeit hast du in etwa investiert, um das Ganze umzubauen? Ich würde sagen, wenn man da sich ranhält, kann man das in 8 Stunden schaffen. In 8 Stunden. Es ist eine richtig schöne optische Aufwertung. Also es ist mein neutrales und objektives Feedback. Ich finde, du hast es auch richtig toll lackiert. Von 8,5 auf 10 Zoll plus Federgabe ist natürlich echt ein Eyecatcher. Die Veränderung der Firmware, dass das Ding nicht 30, sondern knapp 22 läuft, ist auch echt ein Knaller, weil damit bist du im Prinzip noch in der Norm. Richtig. Ganz wichtig. Aber es ist auch so, dass du eine bauartbedingte Veränderung vorgenommen hast, denn du hast ja die Reifengröße signifikant verändert, sprich du hast den Reifenumfang von 8,5 auf 10 Zoll verändert und du hast vorne eine Federgabel eingebaut. Damit hätte er ja theoretisch leider keine ABE mehr. Aber es obliegt ja jedem selber zu entscheiden, ob man das investieren will, machen will und wo man am Ende damit fährt oder eben nicht. Im Grunde genommen dienen diese ganzen Umbauten ja auch dem Fahrkomfort und somit auch der Sicherheit im Straßenverkehr. Ja, da gebe ich dir recht. Leider hat das Kraftfahrtbundesamt meistens eine andere Meinung. Nichtsdestotrotz bewegst du dich im legalen Bereich bis 22 km/h. Ja. Und ob man nachher da wirklich so ganz genau hinschaut, ob du da jetzt eine 10 Zoll oder eine 8,5 Zoll Bereifung hast, wird sich zeigen und auch mit der Federung muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig, richtig gut. Du hast ja gesagt, Federelement vorne, Federgabel 20, 30 Euro bei AliExpress, ne? Ja, richtig, und, ganz genau. Und hat gepasst und vor allem auch hier der Freilauf ist absolut gegeben, kein Rastpunkt oder ähnliches, also super Lösung, schöner Roller, habe ich so an der Stelle noch nicht gesehen. Und du planst ja das eine oder andere Projekt jetzt in diesem Jahr, vielleicht auch mit einer Selbstständigkeit, das wird sich zeigen. Ja. Ihr macht mal bitte eins, sagt mal eure Meinung zu diesem Xiaomi Pro 2. Gibt es da Bedarf?
was so ein optisches Tuning betrifft oder auch Geschwindigkeitsanhebung oder eben auch die Reparatur im Bereich der Controller. Wäre das was? Der Dirk, wie gesagt, aus dem Rollerplausch. Plauschroller würde ich gerade sagen. Auch schon verpeilt hier. Aus dem Rollerplausch steht er gerne Rede und Antwort. Der wird sich nämlich die Kommentare durchlesen und auch gerne antworten. Ich finde es eine richtig, richtig gute Sache. Ja, was für eine coole Idee, jetzt hier mit dem Xiaomi Pro 2 mal einen etwas anderen Weg zu gehen. Sagt doch mal, was ihr davon haltet. Wir möchten gerne mit euch diskutieren zu diesem Thema Tuning, Reparatur, Instandsetzung, Wartung und Co. Bitte unten in die Kommentarzeile schreiben und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also klicken, liken, abonnieren. Das ist ein ganz spontanes Video aus der Hand gedreht mit meinem iPhone. Seid mir bitte nicht böse, falls es ein bisschen wackelt. Und es war so spontan, dass auch der Dirk etwas überrascht war, als ich gesagt habe, komm, wir testen das mal, mal gucken, ob es da einen Bedarf gibt und wie die Leute das auch reflektieren. Weil darum geht es ja am Ende, nur dann lohnt es sich eben auch ein Business zu gründen. Ne? Richtig. Super, Dirk. Komm, kriegst ein Fäustchen, aber die Faust waren alle sehen. Mega. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.